Hallo zusammen, willkommen zurück bei Let's Play O-Ton. Beim letzten Mal hatten wir hier eine riesengroße Schießerei. Absolut gigantisch. Und es wurde auch schon extrem knapp. Wenig Munition nur noch. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Und ja, jetzt erstmal hier ein bisschen Munition wieder einsammeln, damit uns das mit der Munitionsknappheit nicht so schnell wieder passiert. Und dann gibt es hier natürlich auch noch einen Schatz, einen kleinen Schatz zu finden. Das muss ich nur mal gerade überlegen. Ich meine. Genau da oben ist er. Perfekt. Und ja, das sieht auch schon hervorragend aus mit der ganzen Munition. Und jetzt, ach genau, wir müssen da rüber, wo wir zuletzt den komischen Turm da kaputt gemacht haben. Sully hat's auch einigermaßen überlebt, ohne Kratzer. Und jetzt machen wir uns natürlich auf die Suche nach diesem Berg. Also wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zu dem Berg. Denn dort werden ja die Überreste von Marco Polos Crew vermutet. Und man darf gespannt sein. Über hier schwere Kletterpartie. Whoa, Sully. Look at these stones. Aha. Ja, da vorne sieht doch schon schwer nach einer Höhle aus. Would you look at that? Oh yeah. Oh yeah. Hello. What do we have here? With any luck, the last resting place of Marco Polo's crew. Shall we check it out? Aber selbstverständlich. Oh, this place must be thousands of years old. At least. Wir sind ja hier nicht als Touristen, ne? Down this way. Zip. Und looks like we hit the jackpot. Jo. There must be hundreds of bodies down here. Lecker. Look at their teeth. They're all black. I think they're all that way. Ja, ich bestätige es. They must have taken refuge here during the tsunami. Zahnarzt war wohl damals noch nicht so in. Aber das hat sich ja Gott sei Dank geändert. Aha! Was haben wir denn hier an dieser überaus interessant aussehenden Statue? Sieht wirklich ein bisschen gruselig aus. Also wenn diese komischen Statuen irgendwas damit zu tun haben, was uns noch weiterhin im Spiel erwartet, dann hoffe ich es nicht, denn die sehen ziemlich fies aus. Ziemlich gruselig. Hey, I think I found something. Fledermäuse. What? Ich hasse Fledermäuse. All the way up here after they were shipwrecked. Ah, was haben wir denn hier? Schon wieder Baumharz. I've seen this before. Sully, give me a light. Oh. Der Sully, glaube ich, der ist auch nur in dem Spiel, damit er dem Drake, dem Nate, Feuer geben kann. This is blood. It's everywhere. Yummy. It's like a real massacre. All right, let's follow the bloodstains. We'll see if they lead somewhere. Okay. Ich weiß nicht, ich würde Blutspuren normalerweise nicht folgen. Aber, naja. Was soll man machen? Wo sollen wir hier überhaupt lang? Ah ja. Okay. Hier sind wir bei dieser gruseligen Statue. Und hier. Seems to end at this wall. Aha. Yeah, that's odd. Ja, dann mal eine Runde drücken, wa? This moves a little. Sully, help me out.
Und drücken. Ne? Deswegen mal öfter in die Muckibude gehen. Meine Herren. The trail leads in here. More bodies. Oh my god. You know, maybe I'm crazy. But it looks like they all killed each other. Come on, mate. You're just getting spooked. Das, ich weiß nicht. Bisschen gruselig. Gar nicht mal so lecker. Aha. Was kommt jetzt? Look at this. Und weg damit. What do we have here? Careful. Mighty. Just kidding. Nate, you're gonna give me a goddamn heart attack. Goddamn heart attack. Oh. Man, is that an ugly friggin' thing? Oh, is it some kind of weapon? No, no, it's a purba. It's a ritual object from Tibet. It's used to destroy obstacles. Huh? You know, spiritual ones. Oh. Wait a minute. Wait, could this be what Marco Polo was talking about? Kid, I don't even know what the hell you're talking about. In his journal, he wrote that the worthy seeker would be given a golden passport to conquer obstacles on the journey to Shambhala. So, what, this is it? Look, that's all really interesting, but where the hell is it a passport to? Well, maybe this map would help. Ah, ja. Let me see that. Also den Dolch kennen wir ja schon, den haben wir ja vorhin schon mal gesehen. Das heißt vorhin. In einer der ersten Folgen. Exquisitely finished temples. Hundreds of gilded spires stretching as far as the eye can see. Hold on, I know this place. It's in Nepal. Yeah. Except it's not just a field of temples anymore, it's a city. Well, that could make things a little more challenging. Now, hold on, there's more. In all these many temples, only one conceals the secret path to Shambhala. And that path shall only be revealed to the pilgrim who bears the golden passport. Das wäre dann wohl dieser. Right, nice work, kid. So what are we waiting for? Let's get out of here. Right. See ya. Adios, muchacho. Let's get going. Ja. Aber nicht so schnell, denn da oben ist noch was versteckt. Zack. So. Ja, also vorhin, ne, ich habe das ja vorhin eben jetzt gesagt, es ist natürlich für euch vielleicht nicht ganz so klar. Für andere, die vielleicht schon mal mit Let's Plays irgendwie rumhantiert haben, vielleicht eher. Das Ganze wird natürlich irgendwie größtenteils am Stück aufgezeichnet. Und dann einzeln geschnitten, deswegen verzeiht es mir, wenn ich schon mal häufiger sage, vorhin oder irgendwie sowas. Das ist die Macht der Gewohnheit. Oh oh. Goddammit, come on. Harry, in here. It's Drake. What the hell? Get your hands up. Das war so klar. Should have known it was you. And you, Victor goddamn Sullivan. You still dragging this tired old sack of shit around? Easy, Nate. That's pretty ballsy for a guy who spent the last 3 months behind bars. Better than pissing away 3 months in the jungle without a clue. Found the ships though, didn't I? You couldn't find your own ass with both hands. And a map. They came from down there. Whoa. Harry, look at this. Speaking of maps, between India and Tibet, one temple will reveal a pathway to Shambhala. Jesus, Flynn, while we're young. Oh, don't be such a bad sport. Take them to Lazarevich. You're gonna wish you'd stayed in prison, mate. Oh.
Also, dieser Lazarevich ist ja definitiv keiner, mit dem man großartig rumspaßt. Come on, keep moving. Ja, Mann. Mach mal hinne. Bams. Ouch. Oh, shit. Are you all right? Yeah, well, it'll make it look more believable. Now I'm gonna try and buy you some time. Jetzt frage ich mich. No. Just meet me in Nepal. Die hat echt merkwürdige Augen, oder? Jetzt frage ich mich so ein bisschen, wo hat die vorher den Dolch versteckt, ohne dass sie jemand gesehen hat, bei diesen knappen Klamotten, die trägt. Okay, also gut, die Chloe ist wohl doch nicht so diese Verräterin. Hat das ja schon fast wieder gedacht. So, und auf Wiedersehen. Wow. Ja, war klar, ne? Ja. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Ich versuche hier zu klettern. So, ja, schön, ne? Hier schön sich in den Dreck hocken und warten, dass ich hier die Klippe runterbumse. Du Affe. Damn. Now what do we do? We jump. Oh, hold on there, Sundance. You gotta be out of your mind. We'll break our Sundance. We get Sundance caught, kid. Break them for us. I'm getting too old for this bullshit. Oh, come on, now don't you start this again. Listen, I don't have your luck. Guys like me gotta know when to walk away from the table. Sully, we're gonna get out of this, okay? We always do. Yeah. You go meet your girl in Nepal. I'm going somewhere warm. Come on. Hey, you can tell me all about it when you get back. There they are! Oh, shit. Well, shall we? After you, Butch. See you in hell, kid. I'm too old for this shit. Ja, wenn er schwarz wäre, wäre er auf jeden Fall der Mörder. So, und da sind wir auch in Nepal. Well, he's had some help from the local guerrillas. The city's been on the brink of civil war for years. He just needed to throw a little gasoline on the fire. Charming. Yeah, well, all the chaos provides some cover while he destroys the city looking for the right temple. Nate? Hello? Yeah, I'm still here. You're not having second thoughts, are you? Oh, me? Never. Good, because I'm so ready to be done with these clowns. You got a map? Yeah. I'll meet you in the old market. Things are pretty quiet over there. All right, you got it. Uh-oh. Uh-oh. I got company. Oh, great. Can you lose them? I think it might be too late for that. Oh, shit. Come on. Nate, are you all right? I've been better. Shit. Oh, verdammt. So, und da sind wir in Kapitel 4, 5, Urban Warfare. Oh, crap. Ja, hervorragend. Ja. Shit, 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 shit. Wow. Verdammt. Der miese Kleine. Oh, der kommt jetzt wirklich extrem nah. Alter Schwede. Puh. Ja. Das war knapp. Aber eine sehr geile Szene. Und die wollen wir jetzt auch einfach nutzen, um an der Stelle dann den nächsten Break zu machen. Und beim nächsten Mal sehen wir dann, wie es weitergeht in Nepal.